Und deswegen sollte man aus meiner Sicht ein bisschen weg von dieser Planwirtschaft. Also das ist doch komplett widersinnig. Da gibt es so gut wie nichts. Die Realität, die Wirklichkeit ist ja dann doch manchmal eine andere. Hallo und guten Morgen. Ihr seht, es ist draußen noch ganz schön dunkel. Ich habe hier mal die Innenbeleuchtung angemacht, damit ihr überhaupt ein bisschen was von mir sehen könnt. Herzlich willkommen zu diesem Wort zum Freitag. Ich mache es heute relativ kurz. Das Thema, das mich in dieser Woche beschäftigt hat, unter anderem auch, weil ich auch dazu Zuschriften von euch bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns immer damit sozusagen auch Themen gibt, über die wir dann auch nachdenken und auch gerne sprechen. Ja, es scheint sich irgendwie so ein Streit aufzubauen zwischen der Bundesregierung, Streit in Anführungszeichen, und zum Beispiel dem VDA und auch dem BDEW. Und da geht es um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland. Ihr seht, wir sind wieder mal irgendwie beim üblichen Thema. Die Bundesregierung hat so ein Ziel, bis 2030 irgendwie 1 Million Ladepunkte im öffentlichen Bereich aufzubauen. Hat diese Zahl einfach mal so rausgehauen. Und unter anderem der BDEW sagt, das ist völliger Quatsch, hier irgendwelche Zahlen in den Raum zu werfen und mit irgendwelchen Mengen an Ladeinfrastruktur rumzukommen. Ladeinfrastruktur muss ganz anders, nutzungsabhängiger aufgebaut werden. Und wir wissen auch heute noch gar nicht, welche Techniken wir 2030 zur Verfügung haben, ob wir dann irgendwie 1 Million Ladestationen brauchen oder vielleicht nur 500.000 oder was auch immer. Und mich nervt eigentlich dieser Hickhack und dieser Streit, weil er auch wieder so ein bisschen Verunsicherung irgendwie bringt und weil er Leute, die einsteigen in das ganze Thema, irgendwie auch so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen lässt. Meine Meinung dazu ist ganz einfach. Ich denke auch, wir sollten auf gar keinen Fall den Fehler machen, wie wir das ja in Deutschland leider oft machen, dass wir uns irgendwelche Zahlen als Ziele setzen. Also ich meine, denk zum Beispiel an die Ziele, wie viele Elektroautos sollten 2020 auf der Straße sein. Da geisterte ja auch mal die Zahl von 1 Million durch die Gegend. Genauso wie bei den Zielen beim Klimaschutz. Ja? Also Aufschreiben von irgendwelchen Zahlen ist immer irgendwie ganz nett, aber bringt einen ja irgendwie auch nicht so richtig weiter. Wenn man nicht die Werkzeuge und die Mittel dafür schafft, dass diese Ziele tatsächlich auch erreicht werden. Und wenn man auch die Rahmenbedingungen dabei außer Acht lässt. Und deswegen ist mein Appell sozusagen und auch meine Intention von diesem Video, und ich würde auch gerne wieder mal mit euch darüber auch in den Kommentaren diskutieren und die Meinungen austauschen, es bringt überhaupt nichts, irgendwelche Zahlen aufzuschreiben, sondern was wir in Deutschland endlich auf die Kette kriegen müssen, ist, dass wir endlich flexibler und schneller solche Dinge umsetzen. Und wenn irgendwo jemand sagt, ich habe hier ein E-Auto, ich brauche hier eine Ladestation, die gibt es bisher noch nicht, dann darf das nicht 3-2 Jahre dauern, bis dann da irgendwas passiert. Erinnert euch an die Videos vom Josef mit seiner Laternen-Ladestation. Der hat ja bald 2 Jahre darauf gewartet. Das ist ja, da wird man ja im Kopf nicht klar, wenn man sich vorstellt, 2 Jahre auf eine Ladestation zu warten. Wer macht sowas? Also ich meine, wer hat in der Zwischenzeit nicht schon längst aufgegeben und gesagt, geht nicht, hört mir auf mit dem Mist, ja? Also wenn in Deutschland jemand Ladeinfrastruktur braucht, dann soll er die auch kriegen. Und das Ganze muss hoppla hopp gehen. Ich würde mal sagen, innerhalb von 6 Wochen. Und ich weiß schon, wie viele vielleicht Verwaltungsangestellte oder, keine Ahnung, Stadtplaner oder wie auch immer, die Hände wahrscheinlich jetzt über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wie ist der völlig bescheuert? In 6 Wochen kriegen wir so ein Verfahren nie durch. Aber es muss so schnell gehen. Weil wir müssen aus meiner Sicht ein bisschen weg von dieser Planung, von dieser Ladeplanwirtschaft, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, wo werden wir denn wahrscheinlich Ladeinfrastruktur brauchen und sie dort aufbauen? Das brauchen wir auch, das ist ja klar. Aber die Realität, die Wirklichkeit ist ja dann doch manchmal eine andere. Und da, wo man sich vielleicht mal gedacht hat, da brauchen wir Ladeinfrastruktur, da brauchen wir vielleicht keine. Und ich meine, letztlich, wir sehen doch in der Realität, dass, ja, fahr doch einfach dazwischen, ist doch gar kein Problem. Dass dort, wo Ladeinfrastruktur wirklich gebraucht wird, also ich nehme mal sowas wie Großwohnsiedlungen in Berlin zum Beispiel, ja, da gibt es so gut wie nichts. Da gibt es nichts. Und da, wo Ladeinfrastruktur aufgebaut wurde, also zum Beispiel in der Berliner Innenstadt, genau da, wo man eigentlich sagt, da sollen die Leute mit dem Auto gar nicht hin. Also das ist doch komplett widersinnig und da fragt man sich doch wirklich, wer hat so eine Planung irgendwie gemacht? Und deswegen sollte man aus meiner Sicht ein bisschen weg von dieser Planwirtschaft hin zu
Wir sind flexibel, wir sind fix, wir sind schnell und wir sind vor allem vorausschauend und wir laufen dem Bedarf einfach mal vorne weg, indem wir das hauptsächlich schaffen, schneller zu sein bei der Umsetzung von solchen Sachen. Und wer sagt, ich will mir ein E-Auto kaufen, der soll meinetwegen zum, keine Ahnung, Bezirksamt, zum Ort gehen und sagen, hier, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, Mieter oder auch Eigenheimbesitzer, aber ich kann zum Beispiel bei mir nicht laden, weil als Mieter habe ich keinen eigenen Parkplatz oder ich kann nicht über die Elektrik bestimmen. Und es gibt ja auch eine Menge Eigenheimbesitzer, die gar keinen eigenen Stellplatz auf ihrem Grundstück haben. Und die sagen, hier, ich brauche auf dem Stück Gehweg vor meinem Haus, da wo ich parke oder wo vielleicht auch meine Parkfläche ist, nicht nur für mich, sondern auch gleich noch für meine Nachbarn mit dazu, soll irgendwie eine Ladestation entstehen. Und das Ganze muss fix gehen und da muss man sich frei machen von irgendwelchen komischen Zwängen nach dem Motto, ja, nur die Stadtwerke dürfen und was weiß ich, sondern das muss eben sein, das wird dann ausgeschrieben, das kommt meinetwegen in so ein digitales Register rein und dann können sich die Firmen, die Ladeinfrastruktur bauen, meinetwegen darauf bewerben und können ein Angebot abgeben und dann wird, ich weiß nicht, wie man sowas am besten macht, aber das wäre so in meiner Milchmädchenvorstellung, wird ganz schnell entschieden, da Ladeinfrastruktur entsprechend hinzubauen, damit das Ganze gemacht wird und dann geht zack eine E-Mail raus an den Netzbetreiber und an den Tiefbau und dann muss das gehen. Natürlich ist mir völlig klar, dass 6 Wochen unrealistisch sind, aber letztlich sollte man anstreben, wirklich so schnell wie möglich sowas durchzuziehen. Und 2 Jahre können wir hier in diesem Land nicht mehr darauf warten, dass Ladeinfrastruktur entsteht. Das geht einfach nicht. Und selbstverständlich brauchen wir auch weiterhin attraktive Angebote, Förderangebote, vielleicht nicht in der Höhe und vielleicht auch noch an mehr Dinge gekoppelt, was so die Steuerung und so weiter angeht in Bezug auf private Ladeinfrastruktur. Ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen was machen. Das Programm sollte durchaus wiederbelebt werden, vielleicht auch mit einem stärkeren Fokus diesmal auf Mieterinnen, Mieter, damit die endlich auch sagen können, hier ist gar kein Problem. Aber da müssen wir hin und das kann nicht sein. Und das erinnert mich an unseren Fall in Potsdam, den wir ja begleiten, wo der Herr Michalke ja jetzt schon seit, ach ich weiß gar nicht, gefühlt seit 10 Jahren darum kämpft, in seiner Garage dort, an seinem Carport dort eine Ladeinfrastruktur zu kriegen. Und das wird immer und immer wieder rausgezögert und das geht einfach nicht. Und das müssen wir schaffen. Also lasst uns nicht über irgendwelche Zahlen streiten, sondern lasst uns lieber dafür sorgen, dass sowas ganz, ganz schnell umgesetzt wird, damit alle, die Elektroauto haben wollen, das auch entspannt und problemlos zu Hause laden können und sich nicht irgendeinem Stress aussetzen oder noch schlimmer am Schluss dann doch wieder zum Verbrenner greifen. Das soll es gewesen sein für dieses Wort zum Freitag. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die 7,5 Minuten Zeit genommen habt, bisher euch das anzugucken. Ich bin, wie gesagt, wie immer auf eure Meinungen und Kommentare dazu gespannt. Schreibt es ruhig unten in den Kommentarbereich rein. Ich muss jetzt weiter zum nächsten Kunden eine PV-Anlage in Betrieb nehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der Kunde freut sich bestimmt auch schon drauf. Dann wollen wir heute mal die ersten Wattstunden aus Sonnenlicht erzeugen. Bis dann. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.